Servus und hallo bei Not Another Dog Show. Alle paar Jahre habe ich das Gefühl, dass die Medizin gerade mal wieder großflächig irgendein Medikament testen möchte. Als ich, 1996 oder so nach Friedberg gefahren bin, 95, 96 nach Friedberg in die Therapie bin, musste ich ja vorher entgiften, ja, und dann musste ich auch ins Krankenhaus. Um vom Krankenhaus aus dorthin gebracht zu werden, weil die sicher sein wollten, dass ich entgiftet bin. Und als ich da im Krankenhaus war mit der Tina, haben uns die auch dauernd Medikamente gegeben. Obwohl wir die nicht genommen haben. Wir wollten ja nicht, wir waren ja schon entgiftet. Und zwar war das Diclofenac. Und dieses Wort hat mich sehr lange verfolgt. Diclofenac ist ein Schmerzmittel. Und ich weiß nicht, wie die auf die Idee gekommen sind, opiatabhängigen Diclofenac zu geben beim Entzug. Als würde das irgendwas bringen, außer dass vielleicht noch den Körper schädigt. Nebenwirkung hat es ja, aber Wirkung hat es keine, wenn du auf Entzug bist. Aber nicht nachvollziehen können. Diclofenac. Gibt es heute in Schmerzhalben für Gelenke etc. pp. Wahrscheinlich haben sie gedacht, ja, Gelenkschmerzen, dann gib mir einen Diclofenac, dann wird das schon passen. Das nächste, was dann war, aufgrund meiner Schmerzen, ist halt dann die Leitlinie. Egal zu welchem Arzt ich damals bin, alle wollten sie mir Tramal verschreiben. Ich wollte kein Tramal, ich wollte Tilidin, wegen dem Naloxon da drin. Es war das so, dass ich ja, als ich die Kostenzusage beantragen wollte, natürlich austherapiert sein musste. Ja, das musste ich ja auch schon für die Ausnahmeerlaubnis, aber ich wusste schon, das Gesetzesänderung steht an, da schauen die nicht mehr so genau hin, ob ich auch wirklich hundertprozentig austherapiert bin. Dann komme ich halt zu einer Ärztin rein, dachte mir schon, ich wette, die wird mir jetzt Vitamin D anbieten, weil überall das Warteraum war voll mit diesen Plakaten, Vitamin D bei Stimmungswechsel, bei Schmerz, bla bla bla, überall alles Mögliche. Und natürlich war es auch so, dass sie mich dazu überreden wollte, eine kostenpflichtige Spritze mit Vitamin D zu nehmen. Dann habe ich gesagt, nee, mach ich nicht, ich zahle kein Geld für so ein Medikament, wo ich nicht überzeugt bin. Ja. Wenn, dann nehme ich vorher, will ich es auf Tablettenform oder so, ich lasse mir das nicht spritzen. Und es war auch gut so, weil ich habe da die Tabletten probiert, die sie mir verschrieben hat. Und ich habe extremst unruhige Beine als Nebenwirkung davon gehabt und unwillkürliche Muskelzuckungen und extrem schlechte Laune. Ja, mir war es außerdem total schwindelig davon. Also Vitamin, weißt du, was ich meine? Und es hat gleich so komische Auswirkungen auf mich, wenn ich so hochdosierte Tablette davon nehme. Das hat sie überhaupt nicht eingesehen, dass ich das dann wieder abgesetzt habe. Fand sie nicht lustig und habe mich halt dann auch nicht mehr weiter behandeln wollen, weil ich nicht einsichtig wäre. Jetzt kommt das Allerschönste. Als ich dann in der Naturheilkunde gekommen bin, ins Krankenhaus, haben die genauso in diese Kerbe einschlagen wollen und wollten mir erzählen, ich hätte einen Vitamin-D-Mangel. Dann nehmen wir es mal doch mal Blut ab. Weil, wenn du einen Tag vor der Blutabnahme ein Rindersteak isst, und das habe ich gemacht, dann hast du keinen Vitamin-D-Mangel mehr. Und dann nehmen die dir das Blut ab und schauen mich ganz dumm an. Dann sage ich, ja, und, wie schaut es aus, mein Vitamin-D-Spiegel, habe ich einen Mangel? Ich sage, nee, komisch, heute nicht. Ich sage, ja, weil ich gestern ein Steak gegessen habe. Also, der Gag ist aber, dass sie dort in dieser Naturheilkunde den Leuten das Fleisch erst mal streichen, da kriegst du halt der Diät und Fasten und alles Mögliche. Da hast du natürlich einen Vitamin-D-Mangel am Ende. Das kannst du dann gut schön abrechnen. Ganz einen Haufen Kohle kostet dieser Mist, der unnötig ist für die meisten Menschen. Manchen mag es vielleicht helfen. Das finde ich auch ganz super dann, wenn das so ist, denen dem es hilft. Aber ich finde es halt nicht in Ordnung, wenn man einfach so flächenmäßig Menschen mit irgendwas behandelt, ob das jetzt das Richtige ist oder nicht. Wo sind wir denn? Wir sind doch keine Versuchstierchen. Oder? Man kann jetzt sagen, ja, jetzt sind wir flächendeckend jedem Diclofenac geben. Bon. Schauen wir mal, was passiert. Flächendeckend werden jetzt alle mal mit Vitamin D bombardiert. Schauen wir mal, was passiert.
Alter, hey. Wer hockt dahinter und kriegt Kohle dafür? Das möchte ich jetzt schon mal wissen, wer da sich gesund stoßt. Anders kann ich mir das nicht erklären. Da muss doch jemand ganz viel Geld verdienen damit. Hä? Huh? Schon strange, oder? Und jetzt bei Cannabis machen sie so ein Drama. Könnten wir doch auch flächendeckend da mal anwenden, mal schauen, was passiert. Das wollen sie nicht. Weil ein gesunder Patient ist ein verlorener Patient. Der bringt kein Geld mehr ein. Deswegen musst du auch austherapiert sein. Dann bringst du nämlich kein Geld mehr ein. Und dann kannst du ruhig Cannabis haben. Weißt du, was ich meine? Merkst was? Was sind da für Denken dahinter? Das ist doch nur Cashcow. Bestes Beispiel ist diese Firma, die eine Spritze entwickelt hat für erkrankte Kinder. Wenn du dir das eine gibst, dann sind sie gesund danach. Wenn nicht, sind sie ein Leben lang ein Pflegefall. Die wollen 2 Millionen dafür haben. Sie begründen es auch damit, dass, naja, das ist halt dann der Verlust. Ja, dann muss man ja kompensieren. Was ist denn das moralisch für ein Dreckschwein, die das entschieden hat? Naja, für arme Menschen können wir ja dann eine Lotterie machen. Hey, wie pervers ist das denn? Das kommt mir vor wie in so einem Science-Fiction-Film. Eigentlich sollte so eine Firma entmachtet werden, dadurch, weil sie enteignet wird. Und so ein Medikament, das so eine Macht hat, das sollte eigentlich Allgemeingut sein. So wie Wasser. Und Elektrizität sollte auch Allgemeingut sein. So wie die Luft zum Atmen. Weißt du, klar hat diese Firma halt echt verdient, viel Geld, alles Mögliche. Aber man kann da nicht 2 Millionen auf eine Spritze verlangen, dass niemand bereit ist zu bezahlen. Was ist denn das für ein Rechtsstreit, den ich erst beführen muss mit irgendeiner Krankenkasse, bevor die bereit sind, 2 Millionen hinzulegen? Die zahlen doch lieber ein Leben lang die Pflege. Ja, das sind Arbeitsplätze, aber das ist mir scheißegal. Fast was ich meine, es geht einfach nicht da. Und dieselbe Kerbe ist das mit dem Cannabis als Medizin. Wir haben da mächtige Gegner stehen, die das auf keinen Fall haben wollen, dass man das in hohen Dosierungen womöglich auch noch flächendeckend anwenden kann. Es könnten ja gesunde rauskommen dabei. Es gibt ja Leute, die konsumieren halt das Cannabis so lange, bis sie es nicht mehr brauchen und dann nicht mehr, weil sie gar keine Lust haben, da und benebelt zu sein. Ja? Und die ganzen Krebspatienten, was das Geld kostet, Bestrahlung, Chemotherapie, dann wieder aufpäppeln, die ganzen Medikamente, die man sonst noch daneben muss, um die Nebenwirkung aufzufangen. Hey, und auf der anderen Seite steht einer und sagt, nimm doch Alex Simpson-Öl. Ich will jetzt auf gar keinen Fall irgendjemanden einen Floh ins Ohr setzen, aber ich möchte, dass die Medizin da forscht. Das kann da wohl nicht sein, dass man die Leute erstmal quält wie blöd. Bloß wegen Geld. Ihr gierigen Säcke, ihr gierigen, hä? Das geht nicht, ihr habt irgendwo den Pfad verloren, hä? Die Rechtschaffenheit. Versteht ihr? Kommt wieder auf den richtigen Pfad zurück. Von wegen, ihr wollt gerne Gesundheit und dran, oder ihr wollt nur Geld. Hört auf damit. Macht wieder was zum Wohle der Menschheit, wie es gehört. Ihr habt echt dann Respekt verdient und alles. Ich finde es ganz toll, dass jemand sowas erfunden hat. Oder gefunden hat. Aber wie viel Staatsgeld ist denn da reingeflossen? Wie viel Geld habt ihr für die Forschung bekommen vorher? Und jetzt wollt ihr diese 2 Millionen dafür haben. Hier geht's noch. Reichen euch keine 100.000? Das Medikament herstellen kostet bestimmt bloß 3-4 Euro oder so. Und ihr gierigen Kerle wollt es halt einfach. Pff, weißt du, was ich meine? So viel Geld könnt ihr in eurem Leben doch gar nicht mehr ausgeben. Was wollt ihr damit? Ich wünschte eine Krankheit, die unheilbar ist. Weißt du, was ich meine? Und dann kommt einer und sagt, kostet aber das Doppelte von dem, was du hast. Und noch mehr. Einfach nur, weil es kann. Ekelhaft ist das. Ich hoffe, du kannst nicht mehr schlafen. Weil in Wahrheit wünsche ich dir natürlich keine Krankheit. Ich wünsche das niemandem. Verstehst du? Aber ekelhaft ist das. Und ich wünsche schon, dass du nicht mehr gescheit schlafen kannst. Dass du nachts aufwachst, schreiend, weil du einen Albtraum hast. 2 Millionen, hey, du Gierlappen, du Elendiger, hey. So gier. Ihr seid schuld, dass die Welt zugrunde geht, ihr gierigen Menschen. Die paar wenigen Gierigen, die es immer gibt.
Ja, die auf alle scheißen. Hauptsache sie haben's. Hauptsache sie. Euch wünsche ich nichts. Gar nichts. Allen anderen wünsche ich eine geile Woche und Peace out.